ein Mörder sei der ägyptische Staatspräsident, haben Sie gesagt. Angela Merkel war vielleicht für einen kleinen Moment irritiert, hat sich dann von ihrem Gast verabredet. Welches politische Ritual wollten Sie da ganz bewusst durchbrechen? Ich war vor Ort dort, um zwei Fragen zu stellen, weil ich eine nicht wertegebundene Außenpolitik kritisieren wollte. Ich stand da für Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit. Und ich wollte an diese Werte appellieren mit zwei Fragen, um genau zu sein. Die Fragen durfte ich nicht stellen, weil mir im Rahmen der Pressekonferenz gesagt wurde, dass nur vier Fragen zugelassen werden. Zwei seitens der ägyptischen Seite und zwei seitens der deutschen Seite. Die ägyptische Seite kann man eigentlich vorauslassen. Da wurden natürlich nur Fragen gestellt, die den ägyptischen Staatspräsidenten loben. Die deutsche Seite, die hat mich auch sehr enttäuscht, weil da nur Fragen gestellt wurden, die nicht wirklich kritisch sind, und auch Fragen, die nichts mit diesem umstrittenen Staatsbesuch zu tun hatten, nämlich zu Blatter und zu Griechenland. Ich habe das alles als Inszenierung und Schauspiel verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, nach welchen Kriterien die Fragen vergeben werden, und sah es dann einfach als eine Pflicht, meine Botschaft und meine Fragen rüberzubringen. Und deswegen musste ich dann auch letztendlich, wie Sie es gesagt haben, laut werden und sagen und Frau Merkel denn vehement bitten, mich reden zu lassen. Die Folgen für Sie persönlich? Das Kanzleramt hat sehr gelassen reagiert, und die Aktion wird von deutscher Seite überhaupt gar keine Folgen haben. Aber es heißt, Ihnen würde im Zuge dieser Aktion von Ägypten der ägyptische Pass, der wohl Ihr einziger Pass ist, der würde Ihnen entzogen werden. Sie sind in Deutschland aufgewachsen, studieren im Moment hier Medizin. Das heißt, Sie wissen schon, dass der Ihnen abgenommen werden wird? Das steht jetzt noch nicht fest, dass er mir abgenommen wird. Sage nur dazu, dass Sisi nicht Ägypten bedeutet, dass Sisi dass Ägypten nicht Sisis Erbe ist, damit er bestimmen kann, wer den ägyptischen Pass trägt. Es ist aber selbstverständlich für ein totalitäres System, dass es Kritiker als Verräter bezeichnet und ihn versucht, die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Das zum ersten Punkt. Dann hätte ich noch einen weiteren Punkt, dass ich erhoffe mir nicht nur, dass mir Konsequenzen vom Kanzleramt erbleiben, sondern dass ich auch eine Antwort auf meine Fragen bekomme und dass ich auch die Chance bekomme, mich nochmal zu äußern. Ich versuche seit zwei Jahren, mich zu den gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Ägypten zu äußern, auf konventionellem Weg, über Briefe an das Kanzleramt, über Briefe an Abgeordnete, über Anfragen über Abgeordnetenwatch, das ist die Plattform. Und all diese konventionellen Wege haben nicht funktioniert und ich konnte mich nicht äußern. Und wir in der Gemeinschaft, in der ich aktiv bin, die DEUD, das ist die Deutsch-Ägyptische Union für Demokratie, ist es uns in zwei Jahren nicht gelungen, überhaupt einen Politiker zu äußern. Im Moment liegen tatsächlich nur anderthalb Meter zwischen dem Kanzleramt und Ihnen, Herr Altmaier. Genau. Ja, ich muss sagen, Sie haben das ja richtig beschrieben, wie Sie das gemacht haben. Wenn Sie mich als Kanzleramtsminister fragen, dann muss ich Ihnen sagen, dass bei diesen Pressekonferenzen nie alle zu Wort kommen, die sich melden. Wenn Sie mich als Peter Altmaier, als jemand fragen, der politisch interessiert ist und das verfolgt hat, und dann sage ich Ihnen, ich finde es toll, dass sich junge Leute wie Sie für Politik interessieren, dass sie sich mit inhaltlichen Fragen auseinandersetzen und dass sie ihre Meinung sagen. Und deshalb dafür auch ein Kompliment. Also Sie werden gestellt. Unverschämt finde ich aber eher, Sisi einzuladen, als dass ich ihn als Mörder bezeichne. Ja, aber darf ich dazu etwas sagen? Ägypten ist ja ein wunderbares Land mit ganz tollen Menschen, aber hat seit Jahrzehnten es nicht geschafft, die Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu finden, die man ihm wünschen würde, auch für seine eigene Entwicklung. Das war so in den 50er, 60er, 70er Jahren und ist so bis heute eine große Tragödie. Und wir stehen nun natürlich vor der Frage, wie verhält man sich? Sagen wir, wenn es ein Land gibt, was nicht so demokratisch und rechtsstaatlich ist, was nicht die Todesstrafe abgeschafft hat, die wir in Europa ablehnen, dann darf mit diesem Land nicht gesprochen werden, dann dürfen die Vertreter nicht eingeladen werden. Oder sagen wir, dieses Argument wird ja benutzt, oder sagen wir, wir haben auch eine Verantwortung dafür,
international für Stabilität zu sorgen, terroristische Bestrebungen zu bekämpfen. Und das geht nun einmal nur, wenn man auch mit Herrn Putin, wenn man auch mit Herrn Sisi, wenn man auch mit Herrn Morsi, seinem Vorgänger, wenn man auch mit Herrn Mubarak spricht und versucht dort, wo man den Menschen damit helfen kann, auch bestimmte Dinge zu regeln. Wenn wir aber nochmal zurückkommen... Moment, wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrem Engagement, speziell in Ihrer Altersgruppe. Im Netz war das ein absoluter Renner. Sie waren mutig, wurde gesagt, Sie waren unkonventionell. Sie haben endlich mal Wahrheiten ausgesprochen, was sich Politiker möglicherweise gegenseitig gar nicht mehr zu sagen wagen. Stellen Sie denn speziell in Ihrer Altersgruppe fest, dass junge Menschen Politik verdrossener geworden sind, dass sie denken, ich versuche das erst gar nicht mehr, weil es eh keinen Sinn hat? Das ist sehr heterogen. Es gibt in meiner unmittelbaren Umgebung viele junge Menschen, die sich engagieren, die sich politisch engagieren, aber auch ehrenamtlich engagieren und das auch so sehen, dass es wichtig ist, sich als mündiger Bürger zu zeigen und mitzugestalten. Es gibt aber auch junge Menschen, die das Ganze sehr komplex finden und so interpretieren und die auch sagen, diese Politiker, die repräsentieren uns nicht wirklich und sind nicht wirklich, fühlen sich auch ohnmächtig in der ganzen, in ihrem Leben und in ihrer Entscheidungsfindung und fühlen sich auch nicht wirklich befähigt, die Spitzenpolitiker irgendwie zu beeinflussen. Und diese Haltung kann ich auch sehr gut verstehen, weil ich sie auch sehr aus eigener Erfahrung kenne. Aber ich muss noch mal kurz auf Herrn Altmaier, wenn es auch nur 30 Sekunden sind oder 10 Sekunden sind. Sie haben nach 2011, die Kanzlerin hat versprochen, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Ägypten und im Nahen Osten zu fördern. Das ist so dann nicht vorgefallen und anstatt Waffenlieferungen zu stoppen, werden jetzt weiterhin in Krisengebiete Waffenlieferungen gefördert. Das darf nicht meiner Meinung sein. Das fördert nur Flüchtlinge und dann haben wir in Europa weitere Probleme zu bekämpfen, die wir dann heute einfach nur symptomatisch, sage ich mal, als Medizinstudentin angehen und nicht mehr der Ursache. Wir müssen auch erkennen, dass Waffenlieferung und dass die Unterstützung von dem diktatorischen Regime und totalitärischen Regime nichts anderes sein wird als ein Antrieb für Flüchtlinge.